Ruhe und Frieden sind mit dem Schnee zusammen pünktlich zu Weihnachten auf die Erde niedergekommen. Familien finden sich in von Kaminfeuer erwärmten Wohnstuben wieder, singen Lieder und genießen die gemeinsame Zeit. Doch nicht jeder hat ein Heim, wo er mit Freude hin zurückkehrt. Ellie hat Bedenken und ihr graut es vor der ihr vorbestehenden Zeit. 6 Minuten noch. Das heißt, wenn jetzt kein Reh vor den Zug springt. Komm doch über Weihnachten nach Hause. Tante Gysi und Onkel Uwe kommen auch. Ja, danke Mutti. Freue mich schon so richtig auf Tante Drusilla und ihren Faschokumpel. Du, Vati und Oma Hilde, das hätte schon gereicht. Verwöhn mich bloß nicht. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in kürzester Zeit unsere Endstation. Wir bedanken uns für die Fahrt und wünschen Ihnen noch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Na schön, danke auch. Ich bin zu Hause. Mutti? Papa? Oma Hilde? Frohe Weihnachten! Kind, du bist schon wieder so blass. Es ist Winter, Mama. Na, bist du gut durchgekommen? Ja, es gab keine Probleme. Ist Ellie da? Ja, Mutter. Sehr schön. Komm rein, du kannst mir gleich mit ein paar Vorbereitungen helfen. Ellies Tante Gisela und ihr Mann Uwe trafen etwa eine Stunde nach ihr ein, circa eine halbe Stunde später als geplant. Gemeinsam haben sie sich vor dem Essen zum Weihnachtscafé in der Wohnstube versammelt. Und Ellie, wie läuft das Studium? Naja, es war einfach nicht so... Hat sie geschmissen. Was? Das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich bin entsetzt. Was hast du dir dabei gedacht? Weiß nicht. Wirtschaftswissenschaften war einfach nicht so meins. Bitte? Sieh dir deinen Vater an. Der ist erfolgreicher Geschäftsmann. Da muss man auf Wirtschaft können und der hat was aus sich gemacht. Nicht wahr, Thorsten? Sag, wie läuft die Werkstatt? Ja, also gerade könnte es etwas besser laufen. Kerstin. Jetzt nimm dich nur nicht so zurück. Du leistest harte Arbeit. Ist nicht deine Schuld, dass es gerade nicht so läuft. Nicht bei den Steuern, die du heutzutage zahlen musst, nur damit der Staat irgendwelche Asylbetrüger bezahlen kann. So läuft das halt. Da hat aber eine Bürger alle Jahre wieder. Der Staat schenkt das Geld in Wohnfahrtpaten. Gott. Die nichts tun, als sich auch andere Leute darüber ausdrücken. Wo hat sie nur diesen Spinner aufgegabelt? Und dazu kommt noch... Nee, wir hatten darüber gesprochen. Nicht an Weihnachten. Ist gut, Gisela. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Unser Oliver erkundet jetzt die Welt. Echt? Das ist ja schön. Wie kommt's? Na, er hat diesen Sommer sein Abitur gemacht mit 1,4 und jetzt macht er ein Auslandsjahr. Ist quasi schon überall gewesen. Tschechien, Polen, Schweiz. Jetzt ist er in Österreich. Das ist ja was. Ellie hat auch schon mal so ein Auslandsprojekt gemacht. Da ist sie mit ihrer ganzen Klasse hin. Das waren noch Zeiten. Da hattest du richtig Heimweh, nicht wahr, Ellie? Mutti, bitte. Das war in der 4. Klasse. Ja, aber Kind, das muss dir doch nicht peinlich sein. Dein Großvater und ich, wir mussten damals fliehen. Und da hatten wir auch ganz schlimmes Heimweh. Danke dir, Omi. Aber das macht es gerade nicht wirklich besser. Etwas mehr Respekt vor dem Alter, junge Dame. Das waren schwere Zeiten. Da haben viele tapfere Männer ihr Leben geben müssen, damit du heute hier sitzen kannst und dir keine Sorgen machen musst. Wenigstens hat man sich damals noch für sein Vaterland eingesetzt. Uwe! Ist gut. Will noch jemand? Sind selbst gebacken. Habe ich extra mitgebracht. Na, und du? Hier, iss doch. Schmeckt doch. Nein, danke, Oma. Vielleicht nehme ich mir später ein. Und du, Thorsten? Ach nee, du. Ich hab schon. Ach so, na dann. Sag mal, meinst du nicht, du hast so langsam genug? Ach, what? Ich halt das aus. Er ist schon wieder sturzbesoffen.
kann echt erbärmlich werden mit ihm. Es gibt wirklich keine Feierlichkeit ohne Suff. Noch kann ich's mir leisten. Wer weiß, wie lange noch. Ich hätte dir was anderes gegönnt. Ich hab dir die Chance gegeben, etwas aus dir zu machen. Und du? Du wirfst sie weg. Das Geld, das ich hart erarbeitet habe, wirfst du einfach weg. Ich kann dir nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin. Aber ich hab's doch versucht. Versucht? Das reicht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach das Geld von meinem Bruder mit so einer morbiden Ausrede aus dem Fenster werfen. Thorsten schuftet Tag und Nacht, um dir deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und so dankst du ihm das? Und du denkst, ich weiß das alles nicht? Denkst du, das wären Neuigkeiten für mich? Du kannst sagen, was du willst, aber nichts kommt an das ran, was ich mir jeden Abend selbst sage. Du hast es verbockt, das Geld deines Vaters genommen und es verbrannt. Du bist genauso wertlos, wie sie denken. Aber ich habe mir das nicht ausgesucht. Denkst du wirklich, ich hätte freiwillig Wirtschaft studiert? Ich hätte lieber Kunst studiert oder Philosophie. Aber das wäre Zeitverschwendung gewesen. Nicht so wie Wirtschaftswissenschaften. Das ist ein richtiges Studium. Wollt ihr wissen, was wirkliche Zeitverschwendung ist? Wirkliche Zeitverschwendung ist, 1,5 Jahre lang in einem Wohnheim zu leben mit Leuten, die du nicht leiden kannst. Null persönlichen Freiraum und dem Druck, jeden Tag einen neuen Grund zu finden, rauszugehen zu irgendeiner Vorlesung, für die du dich nicht weniger interessieren könntest. Ich fühle mich so leer, so ausgeraubt. Ein Teil von mir hätte gehofft, auf Verständnis zu stoßen. Aber es scheint, als sei Verständnis in dieser Familie in jeglicher Hinsicht nicht vorhanden.